Ich habe keine Ideen. Deshalb bestimmt heute meine Mama meine Zeichnung. Weil ich muss mal wieder was Kreatives machen. Ich brauche wieder ein bisschen Farbe im Leben. Auf jeden Fall, ich glaube, das würde mir gut tun. Stopp, ganz kurz. Ich habe das auf einem Flohmarkt gekauft. Okay, ich habe es auf eBay gekauft, aber Flohmarkt hört sich irgendwie so cooler an. Ich habe mir eine Filmkamera gekauft. Ich habe die von Thomas gekauft. Thomas, falls du das siehst, danke. Ich liebe dieses Baby. Damit mache ich dann hässliche Bilder, weil ich weiß nicht, wie man fotografiert. Weil einmal waren wir im Europapark und dann hat Chile diese Bilder von uns gemacht und... Meine Güte, sehen die Bilder cool aus. Die geben mir so richtig so Vintage-Retro-Vibes. Zurück zum Video. Ich habe hier ganz viele Fragen vorbereitet. Zum Beispiel ist Frage 4, in welcher Farbe darf ich malen? Diese ganzen Fragen darf dann meine Mama beantworten, weil ich will heute gar nichts machen. Zeit zu zeichnen. Mann! Bevor wir damit anfangen, gibt es wie immer die reizende Videofrage. Ich finde momentan so Sternzeichen voll interessant. Und mich würde interessieren, welches Sternzeichen habt ihr? Kommentiert es unbedingt... Wo ist mein Mikrofon? Hä? Wo ist mein Mikrofon? Wo ist mein Mikrofon? Ich nehme einfach meine Blockflöte. Sie ist musikalisch. Noch ein... Ja? Nee, weiter in die Kamera. Ja, stopp! Frage Nummer 1. Kleines Bild oder großes Bild? Okay, und die erste Frage ist, soll ich eine kleine Zeichnung machen oder eine große? Klein, aber fein. Also, was bedeutet für dich klein? Also A4, A3, A2, A... Du musst mir sagen, wie groß. Diesen. So, okay, also so. Nee, man sieht's noch nicht. Frage Nummer 2, was das Motiv? Was soll ich malen? Du musst mir jetzt 3 Wörter sagen und die male ich. Zum Beispiel Mädchen, Keks, Bär. Einfach 3 Wörter, wo dir als erstes einfallen. Herz. Mama, du kannst nicht einfach vorlesen, was da steht. Nein. Herz. Schokolade. Herz, Schokolade und süße Mädchen. Okay, Herz, Schokolade. Nee, Herz, nee. Herz, Schokolade und süße Mädchen. Frage Nummer 3. Darf ich eine Skizze mit Bleistift machen oder gleich mit Farbe anfangen? Darf ich eine Skizze mit Bleistift machen oder muss ich gleich mit Farbe anfangen? Mit Bleistift. Okay. Darf ich Radiergummi benutzen? Ja. Das ist jetzt noch das normale Blatt. Das müssen wir ändern. Ich reiße das, glaube ich, erstmal raus. Da ist halt noch was auf der Rückseite. Ich habe es nie fertig gemalt, weil die ist hässlich. Okay, ich schneide jetzt. Weil eigentlich ist das gut. Man spart Geld, weil wir haben ein limitiertes Budget. Da kommt jetzt unsere Zeichnung drauf. Okay, ich darf einen Bleistift benutzen. Und ich benutze einfach den Radiergummi auf der anderen Seite, weil ich bin jetzt zu faul, einen zu holen. Und ich sitze schon, deshalb. Wir machen einfach die billige Variante. Ein Strich, zweiter Strich. Da kommen irgendwo die Augen hin. So eine Augenbraue auf. Ich mache erstmal so eine ganz grobe Skizze. Hier kommt irgendwo die Nase, Finger. Ich muss mich konzentrieren. Und deshalb würde ich sagen, DJ, Musik ab. Das ist einmal die fertige reizende Skizze. Das Mädchen haben wir hier, weil sie ist ein Mädchen. Und die Herzchen haben wir einmal in den Ohrring, im Make-up und auch so im T-Shirt so ein bisschen. Und im Cupcake. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wo ist die Schokolade? Dieser Kuchen, wo auf ihrem Kopf balanciert, ist aus Schokolade mit Schokoladenfüllung und mit Schokoladencreme. Also bis jetzt muss ich sagen, die Skizze lieben wir. Was hat mir diese Skizze bis jetzt gebracht? Traurigkeit. Wegen dem Herz fühle ich mich jetzt einsam und Single. Und ich sehe mich, wie ich später als ältere Lady alleine wohne mit 40 Katzen. Vielleicht ohne die Katzen. Wegen der Schokolade habe ich jetzt Hunger. Warte, ich habe einmal in der Grundschule so ein Dings gelernt. Mom, ich wollte eigentlich gerade... Ach so. Gell, ich habe früher immer gedacht, man kann so querfüllen. Genau. Frage 4. Mit welcher Farbe darf ich malen? Welche Farbe fühlst du? Mit welcher Farbe kannst du dich heute Abend identifizieren? Rose. Blau. Rose? Rose ist eine Blume. Rose Farbe. Das heißt rosa. Rosa. Blau. Mom, du kannst mir nicht den ganzen Regenbogen sagen. Rosa. Blau. Und noch eine Farbe? Grün. Mom, du kannst dir einfach die Farben nehmen, die du siehst. Ja, mir gefällt diese Farbe. Gestern Abend habe ich Klamotten geshoppt. Ich habe auf einer Internetseite alle 6000 Oberteile durchgeschaut. Ich habe alle Shorts durchgeschaut. 4000 Shorts. Ich habe das in meinen Warenkorb gelegt. Mein iPad ist auf 0% gegangen und ist ausgegangen und mein Warenkorb ist leer. Und jetzt bin ich quasi einfach nackt und ich habe gar nichts.
War nur kurz, ich habe kurz die Background-Musik gemacht. Die Zwischenfrage, wie viel Zeit habe ich für die Zeichnung? Weißt du, 5 Minuten, 10 Minuten, halbe Stunde, eine Stunde, wie lange habe ich heute Abend Zeit? Gebe dir eine Stunde. Eine Stunde? Eine Stunde. Wie geht's dir? Supi! Ich habe heute auch meine Haare so gemacht. Wie findest du die Frisur? Ist hässlich, langweilig. Oder? Langweilig. Langweilig. Ich habe meine Haare nicht gewaschen und deshalb habe ich so. Du hast deine Haare 3 Wochen nicht gewaschen. Ich wasche nie meine Haare. Frage Nummer 5. Soll ich realistisch zeichnen oder wie Comic-Cartoon? Also weißt du, welcher Zeichenstil? So wie in echt oder so Cartoon, so wie bei Bibi und Tina? Realistisch. Du musst mir die Richtung sagen. Realistisch. Realistisch. Ich hätte mir was anderes gewünscht. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Du kriegst absolut gar nichts. Ich muss kurz die Farbe suchen. Okay. Ich habe hier ein paar Stifte. Ich weiß, ich habe viel zu viele Stifte. Es ist eine Krankheit und ich bin nicht stolz drauf. Ich will immer mehr. Dann lasst mich alle in Ruhe. Blau, pink, grün, ciao, pink, pink. Ich habe echt ein Problem. Ich habe viel zu viele Stifte. Ich habe eine Krankheit. Ich glaube, ich suche gleich noch mehr, weil es ist mir noch nicht genug. Mehr ist mehr. Das war dumm. Es hat irgendwie gut getan. Die Leute, psst, psst. Das war nicht das echte Geschenk, es war alles fake, weil es ist Muttertag und ich musste ihr was Cooles besorgen. Ihr versteht halt nicht, sie wollte sowas schon so lange haben. Ich bin so ein geiles Kind. Ich habe das Ganze schon perfekt aufgebaut. Okay, mein Papa hat es aufgebaut. Wisst ihr, was das ist? Das ist einfach ein Staubsauger, der putzt alleine, macht alles sauber, den ganzen Teppich, alles blitzblank sauber. Ich glaube, sie wird den Staubsauger mehr lieben als mich. Was mir natürlich Sorgen macht, absolut, aber das ist nämlich einer von diesen geilen Roborox. Einfach diese Staubsauger, wo alleine fahren, alles sauber machen. Hier oben gibt es einfach Wassertanks. Okay, es war vorher nur ein Witz, es ist ein echtes Geschenk. Okay, warte, setz dich mal hin, ich zeig's. Auf die Boden. 3, 2, 1. Ey, Staubsauger! Jessica! Weißt du, was das ist? Das ist für mich! Der Roboter! Staubsauger, der fährt allein! Ich hab immer geträumt! Und dann musst du nicht mehr selber putzen. Vielen, vielen Dank! Der fährt alleine, Mama. Oh nein. Wie funktioniert der? Der Putz, der fährt, meine Güte, wir probieren den jetzt aus. Man hat hier einfach so eine geile App. Da muss man nur noch auf Reinigen drücken. Du kannst einfach sitzen bleiben. Danke, Jessica. Du so voll begeistert. Ja. Der Roborock entdeckt Hindernisse und kann die Dinge erkennen und eben ausweichen, wenn er saugt und wenn er wischt. Haltet euch fest, er hat auch eine 3D-Map und die kann man hier auf der App richtig gut sehen. Ein anderer Banger, beim Saugen hat er 5100 PA Saugkraft und beim Wischen schrubbt er Böden bis zu 3000 Mal pro Minute. 3000 Mal pro Minute. Ich habe jetzt keinen Hund, aber wenn ihr einen habt, könnt ihr mit dem Roborock einfach mit dem Hund sprechen oder schauen, was der Hund gerade macht. Richtig crazy. Und Nummer 5, der Roborock kann einfach Erde einsammeln und entleert die dann automatisch in der Dockstation. Entschuldigung, wie geil ist dieses Ding bitte? Ich glaube, meine Mama liebt den Staubsauger jetzt mehr als mich. Ja, alles Gute zum Muttertag. Danke, Roborock! Roborock. 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 Danke, Roborock! Ich habe jetzt alle Stifte geholt. Das sind jetzt alle pinken, grünen und blauen Stifte, die ich heute verwenden möchte. Ich muss kurz nachdenken und ich muss erstmal so ein bisschen Ordnung in dieses Chaos bringen. Und deshalb fange ich mit so einer Umrandung an, mit grün, blau und so pink. Musik ab. Ich bin ehrlich mit euch, dieser Teil macht mich einfach aggressiv. Ich hasse es. Ich hasse es, das wegzuradieren. Da kommen immer diese Fussel und alles ist schmutzig. Ich habe immer Angst, dass alles verschmiert und die ganze Arbeit umsonst war. Schnell. Das ist einmal der kurze Zwischenstand-Check. Wir haben keine Zeit zu quatschen. Ich fange gleich mit der Hintergrundfarbe an, weil wir haben keine Zeit. Ich nehme so ein Rosa. Das ist irgendwie so ein bisschen, das ist irgendwie so mehr Aprikose. Und es ist halt so ein bisschen einfach die falsche Farbe, aber jetzt ist es zu spät. Lasst mich ganz kurz meinen Plan erklären. Also die Haare werden grün, das Oberteil rosa und das Gesicht und die Haut wird blau. Ich habe keine andere Wahl, deshalb muss ich damit arbeiten, was ich habe. Und ich hasse es, mit Zeitdruck zu zeichnen, weil ich hasse Zeitdruck. Und ich bin eigentlich voll der langsame Zeichner. Ich brauche 11 Millionen Stunden.
mir ist gerade aufgefallen, das sieht dann gar nicht aus wie Schokolade, weil ich habe gar keinen Braun. Dann wird es einfach grüne Schokolade. Okay, so weit sind wir jetzt erstmal gekommen. Sie sieht aus wie ein Monster. Aber die Sache bei der Haut ist, ich will da keinen Filzstift nehmen. Deshalb nehme ich da nur so einen blauen Buntstift. Deshalb nehme ich einfach diesen Stift und mache diese ganzen Schattierungen. So ein bisschen Augen-Make-up, so ein bisschen Smoky Eyes. Sieht halt aus wie ein blaues Auge, als wäre sie halt in einer Schlägerei gewesen. Wir haben halt nicht mehr so viel Zeit. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich habe halt überhaupt keine Zeit, das so voll ordentlich zu machen, weil wir haben Zeitstress. Auf jeden Fall, ich habe jetzt überall so die Basisfarbe drauf. Und jetzt, ich hasse es, wenn ich nur eine begrenzte Zeit habe, dann komme ich durcheinander. Auf jeden Fall, ich nehme ein dunkleres Grün und versuche damit die Haare so aussehen zu lassen wie Haare, weil jetzt sieht es halt einfach nur aus wie Gras. Deshalb nehme ich einfach so dunklere Farben und stelle mir vor, ich bin ein Haar, oben nach unten, von links und rechts. Aber ein bisschen schneller, weil wir haben Zeitdruck. Und genauso das gleiche mache ich auch beim Muffin. Ich versuche den so ein bisschen zu schattieren. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch die letzten Feinschliffe. Und ich beeile mich. Ich fühle mich halt wie bei dem Bundesjugend. Spielen. Ich kann immer. Das Beste kommt natürlich zum Schluss. Ganz viele Sommersprossen. Und deshalb werde ich sowas von viele Sommersprossen jetzt drauf ballern auf ihr Gesicht. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich muss sagen, ich mag die Farbkombination gar nicht. Ich fühle diese grünen Haare irgendwie nicht. Ich weiß, warum ich fühle die grünen Haare einfach nicht. Dafür, dass ich halt nur eine Stunde Zeit hatte, ist es absolut okay. Ich gebe ihr 7,5 von 10. Ihr müsst euch mal in Ruhe angucken. So sieht sie aus. Einmal ganz nah. Weiter weg. Ich hoffe, meiner Mama gefällt's. Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich voll zufrieden mit der Zeichnung. Ich habe was Schlimmeres erwartet. Ich gehe immer mit der Einstellung rein, dass ich enttäuscht werde. Aber heute wurde ich gar nicht so stark enttäuscht. Ihr müsst der Zeichnung mal so eine Note geben von 1 bis 6. 1 ist sehr gut und 6 ist so schlecht. Sitzen bleiben, Klasse wiederholen, war richtig scheiße. Es ist vorbei. Ganz liebe Grüße an alle, die sich dieses Video angeschaut haben. Ihr seid geil, ich bin geil. Das ganze Video war geil, meine Güte, alles geil. Wir sehen uns wieder nächste Woche wieder. Ich reserviere einen Tisch, wieder Dienstag 17 Uhr. Ich bin da. Lasst mich nicht sitzen und das Wichtigste, ciao Kakao.